Unzählige Menschen leben in sehr schwierigen Beziehungen, wo Dinge problematisch laufen, beispielsweise in einer Ehe oder mit den Kindern, wo es da Schwierigkeiten gibt, Auseinandersetzungen gibt, wo Menschen vielleicht Jesus als ihren Herrn und Retter nicht akzeptieren wollen oder wo einfach Rebellion ist oder Missverständnisse sind oder auch Probleme mit den Eltern, mit den Geschwistern und so weiter. Natürlich auch am Arbeitsplatz, an der Schule, Mobbingprobleme. Oder Leute, die keinen Ehepartner finden, obwohl sie sich danach sehen. Ich möchte dich einladen, wenn der Bereich Beziehung etwas ist, was dich betrifft und was dich belastet, dass du dann dieses Gebet mit mir betest. Herr, ich komme zu dir als dein Kind und ich bitte dich um dein Eingreifen in meine Beziehung. Ich bitte dich, dass du Dinge änderst, die ich nicht ändern kann. Ich bitte dich, dass du dich verherrlichst und dass du dich als Herr und Retter und Erlöser in meinem Leben, in meinen Beziehungen erweist. Ich bitte dich, dass du Dinge änderst, dass du Lasten wegnimmst, dass du Dinge, die vielleicht schon lange problematisch sind, einfach fortnimmst. Ich bitte dich um Erleichterung, ich bitte dich um Ermutigung, ich bitte dich um deinen umfassenden Segen. Und Herr, wo es an mir liegt, wo ich Dinge schlecht mache, wo ich jemand bin, der selber Probleme verursacht, da bitte ich dich, dass du mir das klar machst. Ich bitte dich um Erkenntnis darüber, dass ich die Dinge auch bereinigen kann. Herr, ich bitte dich einfach, dass Beziehungen sich verbessern, dass du eingreifst, dass du das tust, was ich mir so von Herzen wünsche und was ich aber einfach nicht erzwingen kann. Du, Herr, kannst eingreifen und kannst Dinge zum Besseren wenden. Und so möchte ich dich darum bitten und möchte einfach zu dir kommen und im Namen Jesus das aus deiner Hand empfangen. Amen. Wir sind sicher, dass der Herr Veränderung in deinen Beziehungen hervorbringen wird. Wir sind sicher, er hat mehr für dich.